Schnellus, Mann! Komm hier rüber! Na los! Bewegung! Woher kommen die alle? Aktion! Lass uns den Großen angreifen! Na los, Bewegung! You
Na los, Bewegung! Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich lehren, Funkrufe zu beantworten. Aber ich habe gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem Botanischen Garten. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaja. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten und? Mann in diesen schwierigen Zeiten. Denen ist egal, ob Mutant oder Mensch. Die erledigen einfach alles. Sehr gut. Ich bleibe noch bis morgen. Wenn du also was brauchst, dann komm zu mir. Sanya,
Was gibt es Neues per Funk? Wie ist die internationale Lage? Warst du schon mal in die Katakomben? Seit 10 Jahren. Nur einmal. Und richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt. Aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches. Weißt du? Du meinst die dicke Mama? Da könnte das sein. Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort! Straßensperre! Das ist ein altes. Kenn diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Moment mal. Könnte es Lesnitsky sein? Anna, was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit. Nein! Bewegung! Das... Aber...